Willkommen zu einer neuen Folge, in der Philipp leckt. Ich habe eine EP-Farm. Frank ja? sagt, er hätte eine EP-Farm. Warum hat Frank eine EP-Farm? Deshalb kommen nämlich seine Dollars hierher. Die sind überhaupt nicht ehrlich verdient, die sind hier. Ach so, na klar. Und denn an der Stelle, wo wir uns letztens gewundert haben, warum da ein Loch ist. Frank, möchtest du uns was erzählen? Ich nutze das nur aus hier, das war vorher schon. Das hätte ich jetzt auch behauptet, von vor 3 Wochen, wo du das Loch gemacht hast, richtig? Nein, ich bin das erste Mal auf der Mauer. Auf der Mauer, auf der Lauer also sitzt ein kleiner Frank. Ich schlimme Erfahrung mit der Mauer. Ja, wo ist er denn? Ich habe Pfeil und Bogen und hier vielleicht vorne. Können wir ihm Schubs in die richtige Richtung geben. Bitte. Wir können ihm die Chance geben, seine Erfahrung ehrlich zu, seine EP ehrlich zu verdienen. Ja, ich meine, falls jemand EPs braucht, da liegen eine ganze Menge unten. Ach ne, liegen sie nicht mehr. Philipp war schon da. Ach so, ja, wie immer. Nee, aber was haltet ihr davon? Also ich denke, hier zum Beispiel zwischen diese Häuser, da könnten ja locker irgendwie noch 3 Häuser dazwischen stehen, oder? So platztechnisch? Passen hier doch bestimmt noch 3. Ja, 3 ist ein bisschen eng, ne? Aber 1, 2 auf jeden Fall, ja. Was? Hier passen nur noch 3 hin. Also nach der Bauweise, wie ihr gebaut habt, passen da noch theoretisch 4 hin, wenn du so richtig hinstellst. Oh, da war wieder das Waldstar-Schnellrennen. Dir oder gefallen? Nein, ich wollte gerade schnell laufen und die Steine einsammeln, bevor sie verschwinden, die Revur gerade von seinem Dach runtergehackt hat. Ah. Und drücke die Sprint-Taste und dann sieht das mich so aus. La 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 la. Es ist die Taste in Wildstar zum schneller Rennen. Die man immer auf Cooldown hat. Oh, wieder vollgeladen, zack, Taste gedrückt. Oh, wieder vollgelaufen, zack, Taste gedrückt. Okay, das muss ein Einzelschicksal sein. Das ist halt, nee, das ist in dem Fall kein Einzelschicksal, das tun alle. Aha. Also alle guten Spieler, die was aus sich halten und Walz dazu. Also ihr nicht. Nee, ich habe die rausgenommen bei der Tastatur. Ich bin gespannt, wie auf der Karte das aussieht. Geil. Oh, übrigens, da fällt mir gerade ein, Revur. Ich habe gestern mit unserem Kollegen Rick im Channel gesessen. Und das hat wieder ein bisschen länger gedauert. Auf jeden Fall hat der uns einen Beitrag vorgelesen zum ersten Revue zu Wildstar. Jetzt ist ja 1 Monat draußen und wir haben uns so piss vor Lachen. Sie sind super stolz drauf, dass so viel Feedback haben, so viele Menschen dieses Spiel spielen. Finden sie super gut. Ungefähr die Hälfte hat schon wieder aufgehört. Und dieser extreme, schnelle Bugfixen, was sie machen, das finden sie auch gut, dass sie das so hingekriegt hätten. Wir haben mal nachgeguckt, also sie haben innerhalb dieses Monats, Moment, 24 Bugfixes gebracht, die nichts gelöscht haben von dem, was schon immer da ist. Na gut, doch, es gibt ja jetzt diese Anzeige, man kann jetzt wieder sehen, wo man was anklicken kann. Ja gut, die Anzeige funktioniert das wieder, Tatsache. Aber alle Quests, die von Anfang an, die ich kenne, dass sie verbuggt sind, sind noch immer verbuggt. Gut, aber ich weiß nicht, irgendwie da hat sich soll es irgendwie auch noch verbuggte Quests geben, die seit Anfang an verbuggt sind, da irgendwie so Kram. Ja, auf jeden Fall haben sie sich halt ganz böse selbst gelobt und zwar extrem übel und wo ich dann dachte, ja okay. Gut, das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Also, sie haben sich hingestellt, als wenn sie das ultimative Game im Moment seien und naja. Ja, gut, bis auch mit Ausnahme von jetzt WoW vielleicht, was halt so. Ja, mit Ausnahme so von WoW mag Start, das sogar. Ist das schon, also ich weiß nicht. Ja, es ist schon, es ist ja okay. Es ist überhaupt kein Problem. Aber ich finde. Sich selber hinzustellen, genau. Ist ein bisschen merkwürdig, ja. Ich finde, dieses Selbstloben, das dachte ich, naja, okay. Also, wenn man jetzt so seine Mitarbeiter lobt für gute Arbeit, was sie gemacht haben, also das Team, weil es da lobt, dass das und gut funktioniert und hier gut funktioniert, ist das eine andere Geschichte. Aber er hat halt, also die Formulierung war halt einfach so ein bisschen, wo du denkst, nochmal drüber nachgedacht, hätte besser geklungen. Nein, aber auf jeden Fall ja ein lustiges Game. Wie weit bist du eigentlich mit deiner Pre-Quest? Nein, in Adventure halt drin noch. Also, ja. Ach so, nur 25% oder was? Was du genau, letzte Woche auch schon warst. Ja. Oder ja, vor ein paar Tagen. Schnell gemacht im Prinzip. So. Die ja.
das ist total schnell gemacht, falls du jemanden findest, der da rein will. Ja, bestimmt random, weiß ich. Ja, selbst da funktioniert das nicht. Die wollen mittlerweile auch Goldruns. Das ist total geil. Ja gut, aber das ist ja egal. Gold zählt ja auch als Silber. Ja, natürlich. Aber wenn einer failt und dann die Gruppe sich auflöst und du wieder von vorne anfängst und das fünfmal hintereinander machst, ja, dann macht das keinen Spaß. Das mag sein. Aber hatte ich bis jetzt nicht. Also wir hatten einmal, da war wirklich der Tank das war die Rentasse. unglaublich schlecht. Das war halt wirklich völlig gefailt. Da bin ich dann auch direkt, wo die ersten gelieft sind, mit rausgegangen. Und also es war, weiß ich nicht, der hat irgendwie, keine Ahnung, vielleicht hat er nur den Tank angeklickt, aber war keiner oder so. Es hat wild rumgerannt oder weiß nicht, oder war das erste Mal in der Linie, hat es nicht Bescheid gesagt oder so. Es war halt ganz merkwürdig irgendwie. Ja. Es war halt diese einfache vor allem. Der Witz ist, also ich habe zwei fertig und immer wenn ich eine Gruppe finde, die mit mir da reingeht, egal ob wir dann hinterher random irgendwie den Rest ersetzen oder nicht, ja, ich muss da unbedingt noch rein. Ich, na ja gut, okay, geh mal rein. Dann guckst du, ja, es ist die, die ich schon kenne. Danke. Das ist die Scheiß-Innie, wo alle rein wollen. Die zwei, die mir fehlen, da will keiner rein. Da. Na gut, die wollen halt, wo es halt einfach ist, Gold zu machen. So, nee, da geht es in erster Linie um Items. Halt, wenn sie Goldrun machen und da gibt es halt dann, was weiß ich, die passende Imba-Waffe bis zu dem Zeitpunkt. Und dann wollen sie die halt auch haben, was ich ja verstehen kann. Was mir aber in meiner Vorquest leider nichts bringt. Frank, tötest du da gerade Hühner? Ich töte ein paar Hühner, ja. Ein paar viele. Ja, wir brauchen ja ein bisschen was, ne? Und ich habe das Schwert repariert mit Plünderung. Ah, okay. Der Chat schlägt vor, dass wir Steinlaternen bauen für die Innenstadt und so. Ja, wir montiert sind. Also so richtige. Habt ihr da vielleicht eine Idee und wollt uns ein Bild schicken davon? Wir sagen dann auch, dass die von euch sind. Gut, über die Laternen haben wir uns eigentlich noch keinen wirklichen Kopf gemacht. Ja, deshalb, wenn ich aber ein Bild mit guten Laternen sehe, dann habe ich da nichts dagegen. Die so aber wenn die, ja klar, wenn die eine Idee haben, können wir das auf jeden Fall gerne umsetzen. Holger, ich habe gerade eine Kiste mit ganz viel Glückszeug gefunden. Mhm. Was hat er gefunden? Eine Kiste mit Konserven? Mit Brickstone. Ja, mit okay. Steinziegel, alles klar. Guten Brickstones. Die guten Bücksteine. Eigentlich die eine Schicht hier vorne, hinten in der Mauer gemacht haben, eigentlich weghacken und nochmal richtig Brickstone hinter, das Steinziegel hinter mal hin tun, richtig? Oder so lassen dieses bunte Gemischte von Stein und. Ach so. Ja, da das müssen wir noch mal ran, ja. Ist noch zu ignorieren. Aber das ist. Weil ich halt voll Tasche habe, aber du dachtest jetzt mach am Anfang mal schnell mal. Na, aber du hast ja keine Cleanstone, brauchst du ja dann auch und alles. Nee, warte mal. Machen wir. Wenn wir die Dings haben. Die Dings haben? Die Behutsamkeitshacke. Ja, genau. Die da. Keine, ne? Ja. Hast du sie denn endlich bestellt, Revor? Hast du denn jetzt endlich die Bestellung wenigstens abgeschickt, dass wir gerne eine hätten? Nein, ich habe den Briefkasten aber noch nicht gefunden. Oh, lass dir doch einfach einen hinstellen. Also ich glaube, Siedler konnten sowas. Oder lass dir einfach einen vom Architekten bauen. Der Architekt, der aus der Matrix, Ja, genau. Übrigens, apropos, in der Gildenbank liegen Architektengeschichten. Also hier liegen die. Aber ich bin überhaupt gar kein Architekt. Nein, da liegt ein Briefkasten. Oder diverse Briefkästen. Ein Architekt hat hochgeprügelt die Berufe und hat da diverse Briefkästen ins gelegt fürs Haus. Ah, schon. Ich bin noch nicht so weit, das kommt ja später, aber sind die denn, brauchen die so ein, sind die nur so ein, wie so ein Deko-Gegenstand oder brauchen die richtig so eine? Soweit wie ich verstanden habe, sind das Deko-Gegenstände, genauso wie die Bank. Ist auch bloß angeblich. Obwohl, nee, die Bank soll, glaube ich, ein richtiges Feld sein, wenn ich mich nicht ganz täusche. Hatte ich jetzt auch so, glaube ich, hätte irgendwer gesagt. Aber ist ja auch kein Problem, du hast ja 40 Twinks, Rivo. Ja, war ja nur 40. Ach so. Wegen diesen vielen Accounts. So. Ich konnte nicht widerstehen, ich habe übrigens noch einen Cred gekauft. Und du konntest nicht wieder. Auf 6 Gold noch was war. Ja, gut, bei 6 Gold noch was hätte ich es, also bei 6 Platin hätte ich es auch gemacht. Bei 6 Platin so, ja. Jetzt ist es aber wieder bei 7 irgendwas. Also, wenn es wieder auf 6,50 oder sowas runtersinkt, dann kaufe ich auch eins.
Dann kann ich da. Dachte ich so, oh, ja, ja, gestern war ich, weiß. Ich, da hatte ich es noch nicht. Voll oder so und hab gedacht, ach, naja, komm. Ja, da hatte ich halt nur keine 6, sonst hätte ich es da auch getan. So, wir könnten natürlich, Moment, lass uns mal überlegen, was man Schönes machen könnte. Also man könnte, ach so, na gut, haben wir irgendwo Dingens von uns Kirchens? Warte mal. Ah, das Dynamit? Ja, Dynamit könnte zum Beispiel helfen. Es würde auf jeden Fall für kurze Zeit Licht machen und die meisten Aggressoren verjagen, die an dieser Stelle sind. Da haben Sie sogar recht. Aber ob das nachhaltig ist? Nachhaltig. Also es hinterlässt auf jeden Fall einen bleibenden Eindruck. Hast du an Nachhaltigkeit gedacht, als du auf den Knopf gedrückt hast? Wie nachhaltig das wohl ist? Ich konnte dich... Das haben wir auf dem Band. Ich verfeck's. War zu einer anderen Zeit in einem anderen Leben, ja, ja. Damals im Ferienlager, da hat er nur einen Knopf gedrückt. Heute baut er sich selber. No. Fisch, ob ich jetzt einfach sagen soll, wo kommen wir da hin, wenn wir aus unseren Fehlern nicht lernen? Oh, ich glaube, sein Firmenjahr geklingelt. Oh, hätte ich bloß Hunger, dann könnte ich jetzt einen Apfel essen und diesen Kram hier aufsammeln. Mein Gott, immer diese vollen Taschen. Schlimm. Wir brauchen Rucksäcke. So, ich werde das ist schön. Du kannst ja erstmal in die Sortierkiste, damit Maddie nächste Woche auch was zu tun hat. Ich hoffe, sie hört nicht mehr zu. Ist sie noch online? Ja, das ist auf jeden Fall. Das eine schließt jetzt nicht das andere aus. Nee, die linke ist schon voll. Da, da ist noch ein bisschen Platz hier. So, das kommt dahin. Hier packen wir mal den Glowstone da rein. Ein Apfel. So, ich habe jetzt im Keller was gebaut und da ich keine Lust habe, mich umzudrehen, die Kiste zu öffnen, nehmen wir jetzt einfach hier draußen die Sammelkiste und schmeißen das da rein. Was hast du gebaut? Ah, ist das nicht schön. So, habe ich jetzt alles? Ja, ich glaube, ich habe fast alles Wichtige aus meiner Tasche verbannt. So, ich habe gebaut, gerade mal mit Rosenthal. Das war mal ein Brettspiel oder was? Ja, so ungefähr. So, und ich überlege jetzt halt gerade, wie man eventuell, weil sie ja meinten hier mit Laterne, und meine Überlegung war, ob man das so macht und dann einfach, ich habe keine Fackeln gerade, dann nehmen wir halt die von der Leinwand ab. Klack. Klack. Oh, habe ich Fackeln eingesammelt? Ja, 2 Stück. Ja, ich gehe mal gucken, damit auch die wissen, was das ist. Ob man fürs Erste einfach die Dinger hier oben drauf stellt. Also natürlich muss der Stiel länger, weil sonst pflücken uns die Dingens das wieder runter. Herr Brüwer, hast du Stecker noch? So. Ja, Holz. Kannst du dir Stecker draus bauen. So, und entweder machen wir dann am Ende irgendwann Glowstone draus, falls wir mal viel zu viel haben. Oder man lässt sie so stehen. Ich meine, die Idee ist gut. Vor allem kannst du denn auch über Eck gehen, weißt du, mit den Dingern. Die können ja auch direkt über Eck stehen, so die Dinger. Ja, ich finde es halt eigentlich noch ein bisschen komisch aussehend. Ich weiß nicht, ob man die unteren... Kann man aus Stein machen, oder? War eh gedacht aus Stein, aber ich wollte jetzt nicht unter Stein verbrauchen, weil Holz einfach leichter gefarmt ist. Die Frage ist, willst du denn, wenn du die aus Stein baust, direkt auf den Pflasterstein setzen, so, oder willst du sie eher auf den Rasen setzen? Na, mehr auf den Stein eigentlich, oder? Das ist eine gute Frage, weiß ich nicht, wie rum das besser kommt. Ich würde fast sagen, wir setzen sie auf die Pflastersteine, weil alles, was Rasenfläche ist, ist ja Bauland. Optifine haben wir wegen diesen Grafikeinstellungen, war, oder? Optifine ist das, was wir für die Grafikeinstellung haben, ja. Gut. So, dann stell dir mal Fackeln drauf. Warum? Na, weil ich... Wir haben ja dadurch keinen Forge oder so, wie das andere Ding da. Nee, wir haben im Moment leider keinen Forge, aber alles, was ich jetzt benutze, bis auf die Map halt, die Map fehlt immer noch, alles andere funktioniert bei mir theoretisch ohne Forge. Ich hatte, Fischer hat mich nach dem Addon gefragt und da hatte ich mir das angeguckt und das braucht halt Forge und ich hatte es halt bei uns in den Addon-Ordner und dachte ich, geht ja gar nicht und hatte ich jetzt mal eine Instanz mit Forge gestartet
was bei mir aber jetzt überhaupt nicht anders aussieht. Also es funktioniert halt das Add-on, aber es ist halt, Spiel sieht genau gleich aus. Also wusste ich nicht, wofür Forge eigentlich jetzt nochmal war. Forge war einfach bloß Mod-Kompatibilität. So oder noch ein höher? Nein, wofür Optifine war, meinte ich. Achso. Weißt du, ich würde sagen, wir könnten schon noch eins höher. Also, oder? Ich bin mir gerade nicht so sicher. Sieht komisch aus. Fett einfach, leider. Wie lange wird natürlich den Stäbe? Ah, ja, wir haben halt nicht genug. Wollen wir ihn irgendwie in Zombies versenken? Zum Abschluss. Irgendeiner hat eine Falle geklaut. Oh ja, ich. Und, was willst du jetzt tun? Okay. Danke, sehr aufmerksam. Na, ich weiß gar nicht, wie das aussieht, wenn man einfach jetzt denn, also hier dann einfach ein Glowstone setzen würde. Also den hier unten. Ja, natürlich so. Wäre das die witzigste Variante. Dummerweise haben wir also, viel zu wenig Glowstone für so einen Spaß. Ja. Und deswegen ist als vorübergehende Variante das so auf jeden Fall, denke ich, ausreichend. Ich habe mir überlegt, wie das wohl so aussieht. War jetzt nur so. Ach so, wie das aussieht. Platzhalter. Platzhalter hier, weiß ich nicht, ob das... Ich würde es einfach dahin setzen, den Glowstone, wo die Fackeln jetzt sind. Entweder oben drauf oder unten drunter. Wenn man jetzt noch... weiß ich nicht. Ich würde es auf jeden Fall vielleicht eins daneben machen, nicht auf den Wegen. Ich weiß nicht. Könnt ihr da dann auch einen Stein reinsetzen, aber ich weiß nicht, das wird dann so eng, oder? Ich weiß nicht. Na gut. Das gucken wir uns aber morgen an, denke ich. Mhm. Okay. Wir machen das nicht mehr heute. Also wir erwarten dann eure Vorschläge. Chat. Livestream. Genau. Hunderte von Einsendungen, wie immer. Genau, wie immer. Genau. Einfach genau hier bei Facebook. Hier. Wenn ihr nicht wisst, wo unser Facebook-Dings ist, könnt ihr in Chat Ausrufezeichen FB eingeben, dann kommt ein Link. Haha, hab ich nämlich eingestimmt. Super toll, Revue, super toll, hast du super gemacht. Ich bin stolz auf mich. Gut. Dann warten wir mal ab, was da für tolle, mega geile Einsendungen kommen. Das dauert dann bestimmt 3 Wochen, bevor wir das umsetzen. Aber wir gucken sie uns auf jeden Fall alle an und werden sie alle kritisch beäugen. Ist überhaupt kein Problem. Und ich denke, wir hören uns dann einfach, wenn es soweit ist. Macht's gut, bis morgen. Ciao. Tschüss.